Hallo liebe Viktoria-Fans, der 10. Spieltag liegt hinter uns. Gut ein Viertel der Saison haben wir mittlerweile geschafft. Im heutigen Spieltagstalk beantworten Jopi und Kapo eure Fragen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Mahlzeit. Die erste Frage, Jopi, lautet, wie fällt euer Fazit nach 10 Spieltagen aus? Sehr, sehr positiv. Wir haben die ersten 10 Spiele, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich bestritten. Die letzten beiden Spiele waren nicht ganz so erfolgreich. Aber ich glaube, wenn man das Große und Ganze sieht, ist das sehr, sehr gut, was wir machen. Wir lernen immer noch und wollen uns jetzt weiterhin etablieren. Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Ich denke, wir haben sehr gute Spiele gezeigt. Und trotzdem, die Spiele, die wir nicht gewonnen haben oder wo wir nicht so gut gespielt haben, aus denen können wir vieles lernen und versuchen einfach, jetzt besser zu machen in den nächsten Spielen. Wie gefällt euch die dritte Liga bisher? Die dritte Liga gefällt mir persönlich sehr gut, aber man sieht doch, wie eng sie ist. Deshalb macht es sehr Spaß. Jedes Spiel ist immer, man muss immer 100% geben, weil wenn man 2% weniger gibt wie am Montag, dann gewinnt man die Spiele einfach nicht. Bis jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, sie ist nochmal enger geworden. Also die Qualität in der Breite ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. Es entscheiden wirklich Mühs und Details und ja, macht Riesenspaß. Wie habt ihr die Niederlage gegen Havelse verarbeitet? Ein Bierchen und McDonald's, nein. Ich habe mir das wie immer ganz normal angeguckt, abends nochmal. Nach dem Abendspiel kann ich eh sowieso nicht gut schlafen. Und ja, gestern war es dann noch ein bisschen getrübter, die Stimmung, auch in der Kabine. Und heute merkst du aber schon wieder, dass es zum 60-Spiel geht und freuen wir uns jetzt riesig drauf. Also ich kann ja nur von mir persönlich sprechen und ich bin noch am Verarbeiten, weil es eine sehr nervige Niederlage ist. Weil die Art und Weise, wie wir verloren haben, das ärgert mich und das müssen wir auf jeden Fall besser machen, die nächsten Spiele. Oh, eine Frage war auch, dass die Abwehr am Montag nicht so gut stand. Wie würdet ihr das im nächsten Spiel besser machen? Ich glaube, wir müssen alle zusammen besser verteidigen, von vorne bis hinten. Wir greifen zusammen an und wir verteidigen zusammen und das müssen wir einfach besser machen. Ja. Ich glaube, wir können nächsten Samstag auf jeden Fall besser machen, dass wir wieder gemeinsam verteidigen, dass wir auch vor allem den Verteidigern auch wieder mehr helfen, indem wir die Ballführenden früh unter Druck setzen. Das hat so ein bisschen gefehlt. Dann haben wir auf jeden Fall auch taktische Fehler gemacht diesmal. Aber ich glaube, wir analysieren das die Tage jetzt noch und haben dann am Samstag die richtige Antwort. Jopi, wer ist der Schnellste im Team? Puh. Also ich bin's nicht und Kabo auf jeden Fall auch nicht. Bei Union damals war es Mensa, aber ich glaube, da zehren jetzt die Jahre schon ein bisschen. Also wird das nicht mehr sein. Wahrscheinlich G, also Gunte, auf Strecke und auf kurzer Distanz. Pascal haben wir noch nicht ganz fit gesehen, Mo Seifert wahrscheinlich auf kurzer Distanz. Und ich sind es auf keinen Fall. Ich sag zu 100% ist Mo Seifert, ist der Schnellste. Dann wollen die Fans noch wissen, wer redet auf einer Busfahrt oder generell am meisten? Der sitzt hier neben mir. Der redet mit Abstand am meisten aus der ganzen Mannschaft. Jopi, was sagst du zu deiner Verteidigung? Also erstmal, glaube ich, kommt die Frage nicht von den Fans, sondern aus der Kabine. verteidigen, also ich glaube, sie meinen meinen Schulterblick, der konstant kommt im Bus. Und ja, ich unterhalte mich halt gerne. Und es wird ja auch zurückgequatscht, also ja, passt. Jopi, die letzte Frage. Was erwartet ihr euch vom Spiel am kommenden Samstag gegen 1860? Erstmal ein volles Haus. Vor Zuschauern spielen, das Grünwalder Stadion machte Riesenspaß. Wirklich, deswegen spielt man Fußball, deswegen hat man früher Fernsehen geguckt, weil die Emotionen dann wirklich auch aufs Spielfeld übertragen werden. Und ja, es macht natürlich nochmal riesig Spaß dann. Ich erwarte ein Stück weit Wiedergutmachung von uns für Montag. Und wir versuchen einfach das Maximale da mitzunehmen. 3 Punkte ist für mich das Ziel. Es wird schwer, aber es wird ein geiles Spiel und darauf freuen wir uns. Die letzte Frage geht an dich, Kapo. Schlotterino fragt, wann er von dir dein Auswärtstrikot geschenkt bekommt. Falls du am Samstag zum Spiel kommst und uns unterstützt, dann kriegst du da dein Trikot und wir freuen uns, ich freue mich, du freust dich. Schöne Grüße gehen an dich raus, Schlotterino. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Seid dabei am 15. bei unserem nächsten Heimspiel. Wir haben was Besonderes für euch vorbereitet. Hallo liebe Viktoria-Fans, der 10. Warum? Ist das das Signal? Okay. Nee, der macht.
kriegen hier einen Schlag in die Magengrube nach der anderen. Du darfst lustig. Du darfst auch. Also ich muss jetzt einfach, ich kann, sorry, muss jetzt aber einfach du machst hier Oberlehrerantwort. Ja. Aber habt ihr das im Fernsehen? Da war ich einfach die alten Hasen. Mensa und ich waren die alten Hasen. Wir versuchen es einfach, uns Stück für Stück zu verbessern.